Ach, es gibt doch nichts Besseres als ein leckeres Frühstück mit Bacon, Ei und Käse. Aber Moment, das ist ja gar nicht dabei. Ja genau, es ist ein rein veganes Frühstück. Ohne Ei, ohne Milch, ohne Käse, ohne Wurst. Und obwohl es ohne Tier ist, ist es tierisch lecker. Sabine Lippertz lebt seit 4 Jahren vegan. Ihr Milchkaffee besteht deshalb aus Hafermilch und aufs Brot kommt ihr nur vegane Leberwurst, die zu einem großen Teil aus weißen Bohnen hergestellt ist. Ihr Ei ist aus Seidentofu. Also ich lebe seit circa 4 Jahren vegan. Davor habe ich 25 Jahre vegetarisch gelebt und habe mich damit ganz rund und gut gefühlt und dachte, ich tue den Tieren was Gutes, bis ich realisiert habe, was für ein Tierleid entsteht durch den Konsum von Milchprodukten und von Eiern. Wie ich mich dann ernähre, das war schon am Anfang sicherlich eine Umstellung. Zum Beispiel Apfelsaft ist nicht per se vegan, weil er ist auch schon mal mit Eiklar gefiltert oder mit der Schweineblase. Das weiß man normalerweise nicht. Doch das ist nicht das Einzige, was Sabine den Einstieg erschwerte. Wie viele Veganer hat auch sie mit Vorurteilen zu kämpfen. Und die kommen sogar aus ihrem engsten Umfeld, von ihrem Mann. Es hat vor 4 Jahren angefangen. So, und dann hat man anfangen wirklich die Angst gehabt, dass man alle Freunde verliert. Weil der Aufwand, der dahinter steckt, erstmal scheinbarer Aufwand, den macht ja nicht jeder mit. So, man geht irgendwo zu Besuch und die müssen extra für einen was kochen. Oder kommt überhaupt noch einer her? Sabine bleibt standhaft. Das Wohlergehen der Tiere ist ihr zu wichtig. Das ist auch der Anstoß für ihr Umdenken. Mein persönlicher Point of No Return war das Buch Tiere essen von Jonathan Freer. Der ist in die Schlachthöfe reingegangen und schildert in seinem Buch sehr anschaulich, was er da erlebt hat. Da sind Bilder in meinem Kopf entstanden. Da konnte ich nicht mehr anders. Da musste ich vegan werden. Vorurteile wie Mangelerscheinungen kann sie nicht bestätigen. Im Gegenteil. Ich habe tatsächlich einen gesundheitlichen Nutzen daraus gezogen für mich durch die vegane Ernährung. Ich hatte längere Zeit Gelenkschmerzen. Das ist komplett weg. Gesund und mehr Genuss. Sabine experimentiert oft in der Küche. Besonders Gerichte, bei denen man denkt, die gibt es nicht vegan, haben es ihr angetan. Also heute gibt es einen Burger mit einem veganen Patty. Der besteht aus Grünkern, Kidneybohnen, getrockneten Tomaten, einem Spezialgewürz, Senf, Zwiebeln. Und der ist wunderbar fest und den kann man toll braten. Mittlerweile ist Sabines Kochwissen nicht nur bei Freunden begehrt, sondern auch bei Instagram und Facebook, wo sie ihre Rezepte teilt. Ihr ist es wichtig, andere Leute für diese Ernährung zu begeistern und Vorurteile abzubauen. Ich möchte gerne anderen Menschen auch helfen, sich vegan zu ernähren. Bei vielen scheitert es daran, dass sie nicht wissen, wie sie es zubereiten sollen. Und deshalb habe ich seit circa 3 Jahren veranstalte ich vegane Kochabende. Dann lade ich die Leute in meine Küche ein, privat, und wir kochen zusammen. Das sind meistens so Gruppen von 6 bis 10 Leuten. Ich suche Rezepte aus und ich gebe auch Input während des Kochens, wie man Produkte ersetzen kann. Und ich mache das rein privat, weil es mir ein echtes Anliegen ist. Das ist echtes Engagement. Ob im Internet oder face-to-face, Sabine ist es wichtig, nicht zu bekehren, sondern aufzuklären. Denn je weniger Fleisch und tierische Produkte konsumiert werden, desto weniger wird das Tierleid. Und das ist Sabine am wichtigsten.